Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem ersten Dimetrics Science Talk. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Dold. Der eine oder andere kennt mich vielleicht aus der ein oder anderen Veranstaltung, die wir schon hatten. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der Dimetrics. Ihr seid seit über 20 Jahren hier mit an Bord. Wie haben wir den Talk uns angedacht? Ich werde noch ein bisschen was zu unserem heutigen Gast sagen. Den Dr. Jörg Liesing vorstelle. Dann sage ich mal, bin ich sehr gespannt auf das, was der Jörg mitgebracht hat. Ja, wie sieht er denn aktuell das Thema Marketing? Wir würden dann nach dem Vortrag in den Praxischeck einsteigen und die Diskussion dann angehen. Fragen, wie gesagt, jederzeit. Stellen Sie über das Fragenpanel. Wir versuchen da, wo es Sinn macht oder wo es gerade geht, die Fragen dann auch entsprechend mit aufzunehmen. Und wenn ich sage, wir laden echte Experten ein, dann ist das ein Versprechen, dem ich gerne nachkomme. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir Dr. Jörg Niesing für unseren allerersten Science Talk gewinnen konnten. Lieber Jörg, ein ganz herzliches Dankeschön und ein Willkommen hier in der Runde aus dem schönen Paris. Ja, vielen Dank. Dr. Jörg Niesing ist Senior Affiliate Professor of Marketing an der INSEAD Business School in Frankreich. Er ist ein weltweit anerkannter Experte für digitale Strategie und ist bekannt für seine Arbeit über kundenzentrierte digitale Transformation. INSEAD unterrichtet er neben diesen Themen Customer Experience Strategien, Markenmanagement und Datenanalyse sowie Customer Intelligence. Alles Themen, die uns als Dimetrics ja sehr nahe liegen. Jörg hat bereits globale Unternehmen wie beispielsweise Google, IBM, T-Mobile, Daimler oder PwC bei der digitalen Transformation beraten. Vor seiner Zeit am INSEAD war Jörg 8 Jahre lang bei der amerikanischen Unternehmensberatung Prophet beschäftigt und bringt damit beste Voraussetzungen für den heutigen Science Talk mit, weil er die Brücke zwischen Theorie und Praxis auch aus dem eigenen Leben heraus kennt. Herzlich willkommen nochmals und vielen Dank, wie bereits gesagt. Aktuell befinden wir uns immer noch inmitten der Corona-Pandemie. VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity, also das heißt Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, ist spürbarer und erlebbarer denn je. Für jeden Einzelnen von uns. Wir haben schwerwiegende Veränderungen in kürzester Zeit. Ganze Geschäftsmodelle fallen in sich zusammen. Unsicherheit prägt diese Zeit. Stationär wird zu online. Online funktioniert nicht ohne stationär. Aber die Corona-Zeit steht auch für Umdenken, Neudenken, für Aufbruch und Zuversicht. Wir von der Dimetrics beschäftigen uns ja seit über 20 Jahren mit datengetriebener Marketing-Automation und damit den Kunden konsequent in den Fokus von Marketingaktivitäten zu stellen. Je unbeständiger das Umfeld, je veränderungsfreudiger der Kunde, desto schwieriger ist es, Kundenbedürfnisse zu bedienen und Kunden bestmöglich entlang ihrer individuellen Customer Journey anzusprechen. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir uns heute im allerersten Science Talk mit Jörg mit der Frage beschäftigen, wie gelingt die kundenorientierte digitale Transformation? Wie müssen sich Unternehmen aufstellen? Gibt es optimales Verhalten? Und wie gelingt Change-Prozess? Lieber Jörg, ich bin gespannt auf deinen Vortrag. Ja, super. Vielen Dank, Thomas, für die tolle Einführung. Und ich freue mich natürlich sehr, heute hier zu sein, hier sein zu dürfen. Habe das natürlich auch sofort zugesagt.
Und ja, wie Thomas bereits sagte, ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit am Anfang hier stehlen, sondern auch genug Zeit für Fragen und Antworten lassen. Aber ich wollte dann doch einiges aus meiner Forschung vorstellen. Und ich habe halt auch im letzten Jahr diesbezüglich ein Buch veröffentlicht. Das nennt sich B2B Digital Transformation. Und ich meine, Thomas, du hast eigentlich die Frage, was wichtig ist, schon beantwortet. Wir haben es in den Titel gepackt, kundenorientierte digitale Transformation. Ich bin eigentlich persönlich kein Fan von dem Buzzword digitale Transformation an sich. Für mich ist es eher eine kundenorientierte Transformation in einer digitalen Welt. Ja, ich gehe mal so ein bisschen durch die Slides. Ja, du hast mich ja super vorgestellt, das kann ich hier streichen. Aber vielleicht ein Punkt hier für die Teilnehmer. Meine ganze Forschung und viele meiner Artikel oder auch Webinars, die ich organisiere, sind auf meiner Plattform b2bdt.com. Also hier finden Sie quasi die Artikel und die Forschungsarbeiten, an denen ich gegenwärtig arbeite, falls jemand interessiert ist. Ja, aber jetzt, um mal hier direkt einzusteigen, du hast mir die Kontrolle über die Slides gegeben. Ich gucke mal gerade, ob es funktioniert. Genau. Wollte ich mal anfangen mit, weil die zentrale Frage, die sich ja viele stellen oder viele, was ich sehe in meiner Forschung, behaupten, uns geht's ja ganz gut. Uns passiert ja nichts. Und ich habe einen Case geschrieben von einer dieser Marken hier auf der Folie für Kuoni. Die Schweizer im Raum definitiv kennen die Marke Kuoni, aber auch sicherlich viele in Deutschland. Marktführer im Bereich Travel für viele, viele Jahre. Und der Case handelt darum, ja, was hat Kuoni endlich final quasi zum Fallen gebracht? Weil wie wir wissen, das Travel-Business von Kuoni existiert heute nicht mehr. Und dasselbe, als ich die Forschung gemacht habe, trifft auch für viele der anderen Firmen zu auf dieser Folie. Von Barnes & Noble, RadioCheck, Toys R Us, Sports Authority, alles Marktführer, nicht irgendwelche Firmen, Marktführer in ihren Industrien, die am Ende nicht mehr unter uns weilen. Und die zentrale Frage, die wir uns halt auch in der Forschung da hier gestellt haben, warum? Ein entscheidender Punkt hier ist, ja, wie bereits im Titel angekündigt, Kundenorientierung fehlte. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil wenn man Unternehmen fragt, und was ich auch permanent mache, wenn ich Alumnis oder in meinen Klassen die Entscheider frage, sind sie denn kundenorientiert? Welche Antwort bekommt man? 95%, natürlich, natürlich. Jeder weiß es, wir lesen es jeden Tag. Das Problem, was wir aber feststellen, ist, dass Kundenorientierung häufig in, ich sag, der eigenen Welt stattfindet. Der eigenen Welt, wo Geschäftsmodelle benutzt werden, die nicht mehr zukunftsorientiert sind. All die Firmen hier auf dieser Folie sind am Ende nicht mehr bei uns, weil einfach das Winning Business Model, das Geschäftsmodell in der Industrie, was am Ende das Entscheidende ist, nicht adaptiert wurde. Und deswegen sind viele dieser Firmen nicht mehr unter uns. Und ich meine, ich habe meinen PhD, meinen Doktortitel bei Professor Meffert gemacht und ich glaube, dass sicherlich viele hier im Raum ihn kennen. Und ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Also ich lebe, was er mir damals vor vielen, vielen Jahren gesagt hat. Marketing ist marktorientierte Unternehmensführung. Unternehmensführung. Und ich weiß nicht, fragen Sie sich selber, alle Teilnehmer hier im Raum, wie betrachten Sie Marketing? Deswegen habe ich auch Marketing, ich benutze es fast gar nicht in all meinen Vorlesungen, das Wort an sich, weil es oft missverstanden ist. Für mich ist es wirklich marktorientierte Unternehmensführung. Und eine Studie, die ich gemacht habe, die hat dann wirklich, wie Sie auch hier im Titel sehen, hat sich herauskristallisiert, dass viele Unternehmen einfach eine enge Sichtweise haben.
Und viele der Frameworks und Konzepte, die wir heute benutzen, immer noch, sind ja nicht unbedingt neu. Wenn ich jetzt ein klassisches Marketing-Framework nehme, was ja auch sicherlich alle hier im Raum kennen, ja, ich habe meine Objectives, ich muss den Kunden verstehen, ich mache meine Forschung, ich develope meine Strategie, ich mache die Implementation, am Ende kontrolliere ich und so weiter und so fort. Aber viele Unternehmen leider fokussieren sich überwiegend immer noch auf die Implementation. Und für mich ist es halt extrem wichtig, dass man wirklich diesen Prozess von Wertgenerierung, Understanding Value, dann Creating Value, Delivering Value, Value kommunizieren und am Ende auch zu monetarisieren, durchgehen. Und was ja auch nicht wirklich neu ist, dann wichtigerweise, um halt wirklich einen Wettbewerbsvorteil im Markt zu kreieren. Und da wieder zurück zu den Firmen, die wir vorhin gesehen haben. Jeder dieser Firmen hat in seiner Zeit gesagt, ja, das machen wir ja. Aber wie gesagt, in einem aussterbenden Geschäftsmodell. Und das sehen wir halt häufig in unserer Arbeit. Also wirklich den Kunden, was wichtig ist, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und drumherum zu analysieren, ist unser Geschäftsmodell noch zukunftsfähig? Und hier, ich nenne das immer Inside Out versus Outside In Perspective. Die meisten Unternehmen, mit denen ich spreche, die haben wirklich diese Inside Out Perspective. Was heißt, okay, wo sind wir stark? Was sind unsere Kompetenzen? Welches Geschäftsmodell haben wir? Und basierend auf dem Geschäftsmodell, was wir haben, was können wir unserem Kunden anbieten? Anstatt zu sagen, outside in, was will der Kunde eigentlich wirklich? Was wünscht er? Welche Technologien brauchen wir? Nicht welche Technologien haben wir? Was sollten wir anbieten? Nicht was können wir anbieten? Und dann, welches Geschäftsmodell müssen wir im Zweifel aufbauen? Und hier zurück ja, zu meiner Forschung, um diesen Wettbewerbsvorteil zu kreieren, habe ich über die letzten 3 Jahre, das ist dann auch alles in meinem Buch zusammengefasst, ich wäre natürlich ein schlechter Marketier, wenn ich das nicht hier immer wiederholen würde, aber das ist wirklich basierend auf über 3000 Interviews, über 40 Studien, In-Depth-Studies, die wir mit Unternehmen gemacht haben. Und ich meine, viele der Findings sind nicht unbedingt neu, aber vielleicht mal neu zusammengefasst. Und am Ende haben wir das quasi in drei, wir nennen das die drei Transformations-Shifts in Marketing-Strategy, die erfolgreiche Unternehmen durchlaufen. Und im Endeffekt ist es, ja, man muss jetzt nicht sagen, es ist, dass jeder dieser Shifts eins nach dem anderen geht. Ich gehe mal vielleicht eben kurz auf diese drei Shifts ein. Also der erste, wir nennen das den Digital Selling Shift. Sell more. How can you als ein Unternehmen, wie können Sie mehr verkaufen von dem, was Sie haben? Wenn man so will. Also mehr verkaufen. Darauf aufbauen natürlich, wie benutze ich digitale Technologien und Daten, um genau dies zu machen. So das High-Level-Summary von dem ersten Shift. Der zweite Shift, we call it Digital Experience Makeover. Anders verkaufen. Wie verkaufe ich halt meine Produkte, die ich habe, anders? Also hier Thema Digitalisierung der Customer Experience. Auch hier wieder die zentrale Frage, wie kann ich die Customer Experience optimieren? Durch das Nutzen von datengetriebenen Ansätzen, aber natürlich auch digitalen Technologien. Und wie beim ersten Shift, wie Sie auch sehen, ich habe digital quasi in Klammern gesetzt. Weil ich glaube, hier ist es auch sehr, sehr wichtig. Ich sage immer, digitaler Transformationserfolg hängt ab von drei Reifegraden. Der digitale Reifegrad Ihrer Unternehmung, der digitale Reifegrad Ihrer Kunden und der digitale Reifegrad der Technologien, die Sie benutzen. Und hier, wie gesagt, das sehen wir in unserer Forschung, viele Unternehmen, insbesondere jetzt gerade Banking und Versicherungen, aber auch Education, also wir selber als INSEAD,
Wir folgen Buzzwords. Wir sagen, okay, now it's Blockchain. Wir müssen in Blockchain investieren. Oh, wir brauchen automated Content Creation. Wir folgen Buzzwords, aber wir gucken nicht wirklich gern, sind unsere Kunden eigentlich aufnahmefähig? Also auch hier digital, es geht nicht darum, digital zu maximieren, sondern digital zu optimieren, so dass es am Ende für Sie als Organisation und für Ihre Kunden auch passt. Was aber nicht heißen soll, dass Sie nicht Ihre Kunden auch in die Richtung pushen können. Dann der dritte Shift, also mehr verkaufen, anders verkaufen und Neues verkaufen. Das geht wieder zurück zu dem Beispiel eingangs, dass halt irgendwann Sie wahrscheinlich an den Punkt kommen, wo Ihr Geschäftsmodell einfach nicht mehr zukunftsfähig ist. Und hier der dritte Shift, der Digital Proposition Pivot, der ist schon der am meisten, der komplexeste von allen dreien. Und viele Unternehmen sind eigentlich im Moment auch noch, was wir feststellen, mit ihren Geschäftsmodellen gut aufgestellt. Deshalb fokussieren sie sich auf den ersten und den zweiten. Aber in der Regel, irgendwann in der Lifetime einer Organisation, kommt man um den dritten auch nicht mehr herum. Also hier, klar, könnte ich über jeden sehr lange referieren, aber das würde den Rahmen hier sprengen. Aber das sollte hoffentlich einen ganz guten Überblick geben. Aber was vielleicht hier der letzte Punkt zu diesem Ansatz, was wir dann auch gesagt haben, innerhalb jeder dieser Shifts müssen Führungskräfte wie Sie 4 zentrale Fragen beantworten. Wir nennen das die 4 Ws. Wo spielen wir? Wo sind unsere Wachstumschancen? 1. Zweitens, wie gewinnen wir? Was ist unsere Strategie? 3. Was machen wir dann? Wie setzen wir diese Strategie um? Und 4. Ein ganz wichtiger Punkt, mit wem gewinnen wir? Teams, Partners, aber auch Partners hier oft wieder unterschätzt, das ganze Thema von Ökosystemen oder halt Outsourcing, wie behandeln wir Innovation? Ganz, ganz bedeutendes Thema bei allen drei Shifts. Und natürlich, wie auch eigentlich schon gesagt, jeder dieser Shift ist extrem getrieben durch datenorientierte Ansätze heutzutage. Hier vielleicht mal, wollte ich mal die Teilnehmer einmal kurz auch mit einbinden. Also digitaler Success, dies ist eine Studie von unseren Freunden von Wharton University. Wie in Akademia gibt es ja keine Wettbewerber, sind alles Freunde. Und die haben eine super Studie gemacht, finde ich. Die braucht ein Update, aber die wollte ich mal einmal durchgehen, weil ich die sehr spannend finde. Die haben untersucht für etablierte Unternehmen, also nicht die Startups dieser Welt, wie sich denn digitaler Success besser definieren lässt. Und die haben 2 Achsen gebildet, wie Sie hier sehen. Die eine Achse ist wirklich, wie benutze ich Technologien? Alle möglichen Technologien, die wir heute haben, Augmented Reality, AI, Robotics, you name it. Und dann auf der X-Achse, wie manage ich diese Transformation? Habe ich die richtige Vision, die richtige Strategie? Habe ich das richtige Mindset? Und hier wollte ich Sie mal fragen, weil im Endeffekt haben die in der Studie 4 Quadranten gebildet. Beginners, Fashionistas, Conservatives and Digital Experts. Und hier wollte ich mal die Teilnehmer jetzt fragen, wie sie sich selber einordnen, ihr Unternehmen. In welchen Quadranten würden Sie sich einordnen? Wir warten mal ab hier. Poll müsste open sein. Ja. Interessant. Ja, können wir vielleicht mal zeigen, oder ist das schon, sehen die Teilnehmer die Ergebnisse schon? Noch nicht. Noch nicht, ja. Hat man noch ein bisschen, dass jeder, der ein oder andere muss vielleicht doch ein bisschen stärker drüber nachdenken, in welches der 4 Felder er sein Unternehmen einordnet. Ja. Ja, es geht noch was, ja. Es fühlt sich an, sagen wir, wie jetzt am letzten Sonntag hier bei den Hochrechnungen zur Landtagswahl. Ja, ich sehe so ein bisschen die Zahlen, ja, super. Ja. Wir sind durch.
Ja, also 32% dann doch Digital Experts, 18% Beginner. Normalerweise mache ich die Frage in einer Skala 1 bis 10, aber die Audience hier, um nur mal das in Perspektive zu setzen, ich mache das schon seit mehreren Jahren, die Studie, auch am INSEAD mit allen Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, wir haben hier eine sehr erfahrene Audience und viele Experts im Vergleich zu anderen. Vielleicht mal zurück zu den Slides, weil was die eigentliche wichtigere Frage ist, natürlich will man am Ende irgendwie digitaler Experte sein. Aber die zentrale Frage dieser Studie ist, was ist besser, Fashionista oder Conservative? Und wir haben gesehen, wir haben 11% Fashionistas hier in unserem Teilnehmerpool heute und 39% Conservatives. Und das ist ganz interessant, weil im Endeffekt hören wir sehr häufig, gerade von Mittelständlern, Fashionista. Ne? Wir müssen jetzt in digitale Technologien investieren und sonst kommen wir gar nicht voran. Was die Studie zeigt, das ist ein komplexes Regressionsmodell hinter der Studie, die Ergebnisse sind, dass digitale Experten oben rechts einen Revenue plus 10% im Vergleich zu den Beginners haben. Profitability plus 26% und Market Valuation plus 12%. Not a big surprise. Jeder möchte irgendwie nicht der Beginner sein, sondern digitale Technologien verwenden. Aber interessanterweise ist es so, dass die Beginners eine Market Valuation haben von minus 7%, die Conservatives von plus 7% und die Fashionistas von minus 12%. Und das ist für mich hier ein wichtiger Punkt. Ich meine, deswegen, ich sage auf der einen Seite, die Studie müsste mal erneuert werden, weil sich das jetzt auch ein bisschen ändert. Das geht zurück zu meinem Punkt von vorhin. Ökosysteme, Outsourcing, idealerweise als Sie als Unternehmen, viele Unternehmen haben Probleme mit Innovation. Und die Frage ist, wie kann ich vielleicht Innovation outsourcen? Wie kann ich das Risiko von einem Burning Money outsourcen? Aber das ist, wie gesagt, ein zentrales Finding dieser Studie, dass die Conservatives eigentlich sich besser aufgestellt haben. Natürlich sollte man nicht unten auf der X-Achse bleiben. Man sollte natürlich schon Technologien verwenden. Aber was wir feststellen ist, ich nenne es immer, it's better to walk in the right direction than running in the wrong direction. Besser langsam und richtig gehen, als in die falsche Richtung rennen. Ich sage auch immer klar, wenn Sie wissen, in welche Richtung Sie rennen wollen, bitte rennen Sie. Ja, bitte rennen Sie. Aber im Endeffekt, ich bin auch selber dabei, gerade so ein bisschen Forschung in dem Bereich zu machen. Im Endeffekt muss man eigentlich so ein bisschen auf dem roten Pfeil sein. Die richtige Balance finden zwischen Investitionen in Technologie, aber auch, wo viele Firmen sich einfach schwer tun, die Transformation auch wirklich richtig zu managen, wirklich dann auch wieder kundenorientiert. Aber das ist, wie gesagt, für mich ein wichtiger Punkt, bevor wir zu den letzten zwei Folien hier kommen. Das ist eine Studie, die jetzt halt auf der Wharton-Studie, MIT Wharton, aufbaut, die ich gerade durchführe, permanent mit Executives. Was sind die größten Challenges, wenn es um die digitale Transformation geht? Und hier, da konnten aus den Meldungen hier konnten bis zu drei ausgesucht werden. Und auch hier ganz oben, wirklich der Aufbau der richtigen Transformationskultur. Habe ich das richtige Mindset, die richtigen Ansätze, die richtigen Denkweisen, den richtigen Führungsstil? Zweitens, weg zu unserer Diskussion vorher, das richtige Geschäftsmodell. 54%. Dann, die fehlende Expertise, um die digitale Transformation zu leiten. Und dann die anderen zwei, die noch sehr herausstechen, wieder die Kundenorientierung, aber dann auch die unzureichenden Fähigkeiten und Ressourcen, um Daten real-time besser zu nutzen, zu analysieren und darauf Entscheidungen zu treffen oder vielleicht sogar Solutions anzubieten. Und dann bricht es ein bisschen runter, das sehen Sie hier, aber wie gesagt, eigentlich die Studie confirmed, was wir dann auch wirklich bei mir zumindest am INSEAD im Klassenraum täglich sehen. Und vielleicht hier der letzte Punkt, um nochmal auf diese Transformationskultur einzugehen. Und Thomas, du hast es
auch vorher angedeutet, Innovation ist wichtig. Und hier wirklich gute Arbeit, muss ich von meinem Kollegen am INSEAD, Nathan Furr, wo ich auch das Buch The Innovators Method und The Innovators DNA wirklich empfehle. Das Problem vieler Organisationen, den richtigen Ansatz zwischen dem Entrepreneurial Management und dem Traditional Management zu finden. Also Nathan beschreibt dieses traditionelle Management als Rag Management, das traditionelle Management, wo viele deutsche Organisationen auch einfach gut sind, ist Optimierung, Maximierung und Execution. Und dann haben wir auf der anderen Seite Blue Management, it's about Lernen, Minimierung und Innovation. Und ich sage immer, es ist nicht die Frage das eine versus das andere. Sie müssen sich fragen als Organisation, und das geht auch wieder in den Bereich der Unsicherheit in Ihrer Industrie, wie viel brauche ich? Wie viel Rot versus Blue brauche ich? Weil wenn ich mich nur auf eins fokussiere, dann habe ich Probleme. Tesla, gutes Beispiel. Ich weiß noch, wie ich vor 4 Jahren gesagt habe, nicht in Tesla investieren, weil Tesla komplett, Elon Musk, komplett Blue Management. Aber jetzt hat er rotes Management mit reingebracht und findet den richtigen Balance. Und deswegen, eins alleine funktioniert nicht. Und ganz wichtig, Sie als Führungskraft, das hat auch Nathan herausgefunden, müssen gar nicht gut sein in beidem. Aber Sie müssen Ihr Team, Ihre Organisation so führen, dass Ihr Team und Ihre Organisation gut in beidem ist. Und hier vielleicht letzter Punkt. Ich habe einen Case geschrieben über die Startup Garage bei BMW mit Gregor Gimi, der die damals als Co-Founder auch gegründet hat. Und die haben auch selber gesagt, wir als BMW tun uns schwer mit Innovation. Wie können wir Innovation in die Organisation bringen? Indem wir die Startup-Garage aufbauen und Startups, die erfolgreich sind, als Innovationskanal besser nutzen und integrieren. Ja, und das bringt mich dann wirklich zum letzten Slide hier. Wirklich so als Gesamtpaket, wenn man so will. Klar fokussiere ich mich in meiner Forschung viel auf die Strategie, den mittleren Part. Aber was für mich auch sehr wichtig ist und ein Framework, was wir auch im Buch detailliert beschreiben, Body, Mind, Soul, die digitale Strategie, die digitale Transformation funktioniert nur, wenn Sie halt den Right Body haben. Also damit meinen wir die kundenorientierte Geschäftsprozesse, das Erstellen einer Organisation mit den richtigen Verantwortungsbereichen und Rollen, mit einer Lean Structure, Gestalten einer Governance-Struktur, die es einfach macht, die richtigen Dinge zu tun. Dann natürlich Soul, also was ist der Zweck Ihres Unternehmens? Ist es für Mitarbeiter offensichtlich? Wissen die das? Und hier die ganz zentrale Frage, die ich auch viele Organisationen immer frage, weil Brand, wir reden ja oft über Brand Valuation, aber was für mich eigentlich wichtiger ist, ist Brand Relevance. Was würden Ihre Kunden sagen, wenn Sie nicht mehr existieren als Unternehmen? Würden Sie vermisst werden? Sind Sie relevant? Weil Brand Value ist ja eigentlich nur der Value Ihrer Organisation. Kuoni hatte einen großen Value. Right? Radio Shack hatte einen großen Value. Und trotzdem gibt es die Unternehmen nicht mehr. Es ist einfach eine einseitige Betrachtung auf, wie viel verkaufe ich, aber nicht bin ich relevant. Und ich glaube, da muss auch so ein bisschen ein Shift im Mindset stattfinden. Und das bringt mich zum letzten Punkt, Mindset. Also hier wirklich zurück zu dem unermüdlichen Innovationstempo und die Bedeutung von Daten. Die führen einfach dazu, dass sich die Unternehmen umstellen müssen, dass sie mit dem Missverhältnis, mit dem viele Unternehmen kämpfen, zwischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu kämpfen. Also wirklich die richtigen Skills zu haben und das richtige Training, das richtige Talent, um einfach diesen neuen Herausforderungen in der agilen Welt stand zu halten. Und hier, ich weiß nicht, wie man es übersetzen kann. Wir haben vorhin auch schon überlegt, Digital Lipstick on a Legacy Pick. Das sehe ich halt in vielen Organisationen, die dann sagen, ja, wir machen jetzt mal einen
einen Online-Channel, wir machen jetzt mal einen Chatbot, der dann nicht funktioniert oder der vom Kunden nicht angenommen wird. Also hier wirklich zu hinterfragen, zurück zu den drei Shifts, wie kann ich digitale Technologien nutzen, um wirklich Kundenwert zu kreieren? Ich stopp mal hier, Thomas, Halbzeit. Ja. Sehr schön. Jörg, ganz herzlichen Dank an der Stelle erstmal für die interessanten Insights. Wirklich wunderbar. Es sind auch schon erste Fragen eingegangen und Jörg, ich würde die kurz einfach an die Stelle. Eine Frage war, woran sollte man festmachen, ob es sich lohnt, auf digitale Trends, wie du ja schon erwähnt hast, Blockchain oder jetzt ganz neu Clubhouse oder Ähnliches aufzuspringen? Und wann ist es dann auch eventuell zu spät? Ja, das ist natürlich eine ganz interessante Frage, weil hier auch, wie es vielleicht im Vortrag rübergekommen ist, ich versuche eigentlich Technologieagnostik zu argumentieren. Technologien, die kommen und gehen. Mhm. Für mich ist wirklich wieder der Punkt, kreieren diese Technologien Nutzen für den Kunden. Und da sind wir auch wieder beim digitalen Reifegrad der Technologie und beim digitalen Reifegrad des Kunden. Mhm. Und natürlich sind Investitionen in Technologien extrem wichtig, aber in der Regel auch sehr teuer. Und deswegen wahrscheinlich auch die Frage, man schiebt es dann heraus und dann irgendwann ist es vielleicht zu spät. Aber man muss sich als Unternehmen halt wirklich die Frage stellen und da auch wieder ja, die klassischen Buzzwords, Customer Experience Journey Mapping, was sind die Pain Points meiner Kunden, wo kann Technologie helfen? Aber dann auch der Punkt, den wir jetzt am Ende diskutiert haben, muss man eigentlich die Investition selber als Organisation durchführen oder gibt es auch wieder zurück zu dem BMW-Beispiel teilweise interessante Ansätze, wie man sich die Technologie quasi günstig von einem Experten, von einem Partner einkauft, ohne das selber groß aufzubauen. Mhm. Ja. Nächste Frage, Jörg, zum dreistufigen Shift-Modell. Der Frage wird, schreibt, ich würde unterstellen, dass ich den Schritt von Sell More and Sell Different mit der Mannschaft im Daily Business gehen kann. Sell New stelle ich mir in etablierten Geschäftsmodellen extrem komplex vor. Ja. Gibt es aus deiner Erfahrung Guidelines, Anregungen, die einem Unternehmer bei dem Schritt helfen? Und wie fördere ich das out of the box denken? Ja, ganz, ganz gute, super Frage. Also hier in dem Kuoni-Case, den ich geschrieben habe, der sich eigentlich um diese Fragestellung behandelt, da benutze ich die Analogie von der Titanic. Der Eisberg ist die digitale Disruption und ich muss halt jetzt mein Geschäftsmodell umändern. Ich sehe den Eisberg, ich versuche zu lenken, zu stoppen, aber wie wir alle wissen, das Schiff ist groß. Das heißt, die Organisation ist groß, Legacy, Inertia und wir fahren trotzdem in den Eisberg, obwohl wir 10 Kilometer vorher angefangen haben zu bremsen und die Richtung zu ändern. Die Antwort ist dann, okay, was macht man als Kapitän als nächstes? Rettungsboote. Und hier der zentrale Punkt ist, Rettungsboote funktionieren am besten, wenn man sie ins Wasser lässt und nicht auf der Titanic. Was ich aber in Unternehmen sehe, die lassen die Rettungsboote in ihren Unternehmen. Und da ist auch wahrscheinlich die Frage, Sell New, die guten Ideen, die Leute, neues Talent mit in die Firmen bringen, werden oft von den verkrusteten Unternehmensstrukturen zu früh im Prozess als nicht funktionierend abgestempelt. Und hier ist es wirklich wichtig als Organisation, die Freiheiten zu lassen, das, ich würde fast sagen, outzusourcen, um wirklich diese neuen Geschäftsmodelle aufzubauen. Weil das sehen wir auch. Das ist ganz schwierig in bestehenden Strukturen und Prozessen zu machen. Das ist wirklich die zentrale Takeaway des Kuoni Cases. Und den habe ich auch mit dem Jan Sedlacek, der CMO von Kuoni war, mal geschrieben. Und der hat mal irgendwann sogar gesagt, ich glaube überhaupt nicht daran, dass irgendein Unternehmen sich von der inneren Strukturen her transformieren lässt. Na, also er hat ein bisschen die Schwarz-Weiß-Sicht, aber es geht in die Richtung. Also es ist ganz schwierig. Ja. Aber outsourcen,
nebenher aufbauen ist wahrscheinlich der bessere Ansatz. Da stellt sich für mich die Frage, Jörg, aber ich will mal provokativ, ist es auch eine Generationsfrage? Ich sage mal, wir sind ja über Jahrzehnte hinweg, gerade jetzt hier in Deutschland, ja, sage ich mal, vom Zweiten Weltkrieg aus gesehen, sage ich mal, wirklich in einem sehr prosperierenden Entwicklung gewesen, ja. Eine Generation, die diesen Aufbau im Wesentlichen auch mitgetrieben und mitgetragen hat, ja. Und jetzt, sage ich mal, ich will jetzt sagen, auf dem Bestehenden sich ausruht, aber ich sage mal so, das Bestehende festhalten möchte, ja. Und ist es notwendig, auch hier, sage ich mal, einen Generationsshift dann auch durchzuführen, um das zu erreichen? Ja, also Sie schon nicht unbedingt. Da ist eine Korrelation, die sehen wir auch, aber nicht unbedingt. Also wir sehen sehr, sehr viele ältere, almost retired Führungskräfte, die eigentlich eine sehr innovative und entrepreneurial Führungsstruktur aufbauen. Also ich, wie gesagt, es ist eine Korrelation, aber ich würde es jetzt nicht so abstempeln. Ich glaube, das größere Problem ist, dass eigentlich viele Firmen es wissen, aber interne Prozesse aufgebaut haben und auch einfach groß sind, wo wir wieder bei dem Punkt Inertia und Legacy sind, dass es für die Firmen nicht unbedingt Sinn macht, an manchen Stellen andere Kundensegmente anzugehen. Was ja ein Startup macht. Ein Startup schaut ja, wo ist der Whitespace, wo kann ich angreifen, wo kann ich das Risiko eingehen, mit dem großen Unterschied, ein Startup verbrennt Venture Capital, weil ein Unternehmen, wie viele hier im Raum wahrscheinlich, ihr eigenes Geld verbrennt. Und wie Gregor Gimi bei BMW auch sagte mir einmal, Jörg, wir in der Automotive-Industrie, wir sind verantwortlich für 400.000 Familien in Deutschland. Wir können einfach oft das Risiko gar nicht eingehen. Was aber nicht heißen soll, wieder, dass die etablierten Unternehmen darüber nachdenken müssen, wie kann ich in Ökosystemen mit genau diesen innovativen Startups zusammenarbeiten. Ne? Und es ist nicht unbedingt, dass das hier, ja, es ist jetzt eine alte Denkweise in einem Unternehmen, weil die Leute alt sind. Das glaube ich nicht. Es ist nicht unbedingt das Problem. Weil jeder der älteren Führungskräfte, mit denen ich spreche, die wissen das eigentlich. Es ist wirklich die Umsetzung davon, die Strukturen, ja, die Prozesse. Aber wie schaffe ich dieses, sage ich mal, wenn ich jetzt sage, ich will Digitalisierung bottom-up aufsetzen, ja, und habe dann doch hier und da in der Managementriege eher in traditionellen Unternehmen, ja, auch die Veränderung des notwendigen Mindsets. Du hast vorher die Finanzindustrie genannt, also ich komme aus der Finanzindustrie, also ich sage immer, ich war mal auf dunklen Seite der Macht, ja, ich war mal Banker. Da ist es, sag ich mal, zumindest was ich noch aus meiner Zeit von damals, war das Banking ein Bring- und kein Hohlgeschäft. Ja, das heißt, sag ich mal, als mal ganz simpel gesprochen, als Bankeingestellter, ich bin morgens um 8 habe ich die Filiale geöffnet und dann habe ich gewartet, dass jemand kommt und was tun will. Ja. Ja. Das ändert sich. Also wenn ich jetzt, weiß ich, die ganzen Fin-Startups, ja, mit N26 aus Frankfurt oder, ja, also die revolutionieren da ja schon und treiben ähnlich wie Tesla, sag ich mal, auch die hiesige Autoindustrie etwas vor sich her, oder nicht etwas, sondern stark vor sich her. Ja, na, absolut. Ich erinnere mich an mein erstes Praktikum bei einem großen deutschen Automobilhersteller in Stuttgart. Die Strukturen, die Prozesse, the way of working war halt wirklich sehr, sehr altbackend. Ne? Und da, genau, Thomas, wie du sagst, also diese Strukturen, die man dann in Startups sieht, oder ich bin auch permanent hier in Paris mit Firmen in der Station F, also diese Startup-Community. Und es ist ein ganz anderes Arbeiten. Oder ich, wie eingangs sagte, ich arbeite viel mit Google. Man geht in ein Google Office, es ist komplett anders. Aber wie gesagt, das ist für mich die Umsetzung von wie ich halt jetzt dieses innovative Entrepreneurial Mindset in einem Unternehmen verankere. Ich glaube, die Führungskräfte an sich, mit denen ich spreche, die wissen, es ist wichtig. Aber die Umsetzung, was dann auch in den Prozessen, in den Führungsansätzen sich widerspiegelt, da fallen wir dann wieder zurück in, ja, wir haben es ja die letzten 50 Jahre so gemacht und das so war ja ganz gut. Ja, das war genau das, was ich bei Kuoni gehört habe. Das ist ja genau das, was ich bei Executives from Radio Shack, ich kann mich erinnern, als ich mit denen 2008 gesprochen habe, was ich von denen gehört habe. Es hat ja immer gut funktioniert, warum sollen wir es ändern?
Und da sind wir vielleicht einfach nur Human Beings und wir fallen zurück in unsere Comfort Zone, wo eigentlich ja alles gut geklappt hat. Ja, also ich vergleiche das auch oftmals mit den Dingen, also ich sag mal, wenn man Jugendlicher ist und ich sag mal, so einen ordentlichen, sag ich mal, ordentlich mit den Eltern in der Diskussion ist und sich, sag ich mal, jeden Tag sagt, wenn ich mal Familie habe, wenn ich Kinder habe, mache ich das anders. Ja. Und doch lerne ich dann mir auch immer, wenn es dann spitz auf Knopf wird, ja, eine stressige Situation ist, dann falle ich in diese bekannten Muster dann auch wieder zurück. Ja. Und das, glaube ich, ist auch in Unternehmen immer wieder so, wenn es schwierig wird, ja, wenn ich erkenne, mein Geschäftsmodell wird disruptiert, ja, versuche ich vielleicht das, was ich kenne, nochmal extremer zu betreiben, als ich es vorher schon betriebe. Stellst du das auch fest? Ist auch deine Erfahrung? Ja, absolut. Ja, absolut. Und vielleicht hier auch zurück zu deinem Punkt vorher. Für mich ist halt sehr wichtig, dass man diesen Top-Down-Approach, die Vision, aber dann auch das Bottom-Up, die Umsetzung hat. Und das, glaube ich, da tun sich viele Unternehmen schwer. Also hier ganz interessanter Case, auch den ich jetzt letztes Jahr veröffentlicht habe mit Majid Al-Futtaim in der Golfregion, großes Konglomerat. Auch ein Webinar auf meiner Webseite mit dem CEO Alain Bajani, der genau dieses gelebt hat. Der hat gesagt, ich kann Majid Al-Futtaim nur transformieren, wenn ich wirklich jeden Employee mit ins Boot hole. Und deswegen die Top-Down-Vision, das Lippenbekenntnis, das reicht einfach nicht, sondern da wirklich bottom-up mit kleinen Schritten, Schritt für Schritt quasi dem großen Ziel näher kommen. Weil hier auch wieder das Buzzword digitale Transformation, für viele Unternehmen ist es ja irgendwie, es muss groß sein. Es muss groß sein. Aber wie ja der CEO von Toyota schon damals sagte, Mr. Watanabe, if every employee is doing a small step every day and we do it for 30 years, it becomes a revolution. Und ich glaube, das ist, was viele Unternehmen auch ein bisschen beherzigen müssen und den Mitarbeitern auch den Freiraum zu geben. Ich noch eine Stellungnahme aus dem Auditorium. Ich lese gerade vor, die digitale Transformation scheitert meines Erachtens oft an den weichen kulturellen Faktoren und den Informationssilos in den Unternehmen. Ja, also alte funktionale Abteilungsstrukturen oder Egoismen. Ja, auch das ist auch aus meiner oder aus unserer Erfahrung heraus immer wieder mal auch schon da. Ja, also Transformation heißt auch, dass man Dinge, die einem lieb sind und, ich sage mal, auch Verantwortlichkeiten, die man lieb gewonnen hat, halt auch mal abgeben muss. Und die Bereitschaft, das ist schon schwierig, diesen Mindset immer durchzuführen. Absolut. Absolut. Auch hier das Slide von vorher, wenn du noch mal zurückgehen willst, war ja auch Nummer eins in dem Research, was wir jetzt durchgeführt haben. 56%, genau. Right Transformation Culture. Ne? Und das ist, wie gesagt, umfasst Mindsets, Ansätze, Führungsstil, absolut, alles weiche Faktoren, ja. Und ganz wichtiger Punkt, der jetzt hier gesagt wurde, Organizational Silos, sehen wir auch immer wieder. Und hier interessante Studie, die noch nicht veröffentlicht ist, Unternehmen, wo die digitale Transformation von CIOs oder CTOs only geleitet werden, in der Regel führen nicht zum Erfolg. Na, dieses Technologie-First, anstatt wirklich einen holistischen Ansatz zu haben, wo Management, Strategie und IT sehr eng zusammenarbeiten, wir nennen das Transformation Office, ist halt zentral. Also wirklich dieses Silos ist ein ganz wichtiger Punkt, die wirklich zu umgehen. Dann habe ich nochmal eine weitere Frage. Kann es für eine Brand nicht auch gefährlich werden, auf große technologische Kooperationspartner zu setzen, da man dann stark abhängig von deren Trust und Image ist? Ja, gut, das ist ein ganz interessanter Punkt. Da geht ja meine Forschung, die ich quasi vor anderthalb Jahren mit Gregor Gimmi von BMW angestoßen habe. Das Ganze, gut, wie kooperiere ich? Und die BMW Startup Garage ist ja eigentlich ein Modell, wir nennen der Gregor, der nennt das Venture Client Model.
Also ich gehe weg von dem Venture Capital Model. Ich investiere nicht in Startups als Unternehmen, wo auch Research eigentlich sagt, macht überhaupt keinen Sinn. Von einer Innovationsperspektive macht das keinen Sinn. Von einer Finanzierungsperspektive andere Diskussion. Aber hier ist dann die Frage, Kooperationsmodell kann ja auch sein, ich kaufe die Technologie von einem Startup. Und das, was Gregor halt auch als Beispiel immer bringt, da gibt es ein Startup, das macht einfach bessere Frontscheiben. Da gibt es ein Startup, das macht einfach bessere Biometric Seats als Bosch, unser Hauslieferant. Da gibt es ein Startup, das besser die Daten analysiert von den Sensoren, die wir im Auto haben und uns sagt, ob ein Kind auf die Straße rennt oder nicht, basierend auf den Facial Impressions. Ja, da gibt es, das ist ein Startup von zum Beispiel in den USA, 10 Leute, 10 Neuroscientists. Und die gibt's. Und die Frage ist, ich kann doch da hingehen und die Technologie kaufen. Ich kaufe die einmal, wie im Supermarkt, ich kaufe einen Joghurt und wenn mir die Technologie gefällt, dann kaufe ich die 1,5 Millionen Mal und packe die in meinen BMW. Und ich glaube, darum geht es ein bisschen auch, dass dieses Risk Minimization, wenn ich jetzt sage als BMW, ich gehe nach Daimler und mache eine Kooperation mit Daimler, ist mir vielleicht nicht wirklich geholfen. Aber es sind halt so viele Startups draußen im Markt, das sieht man auch, wie viel Venture Capital in die Startups fließt, das kann ja kein Unternehmen stemmen. Und die Frage ist, wie kann ich als Unternehmen da partizipieren? Und das meine ich als Kooperation. Und die kann sehr günstig sein. Gregor hat von Innovationslösungen gesprochen, die haben BMW nicht mal 5.000 Euro gekostet. Interessant, wirklich interessant. Kommen wir zur nächsten Frage, Jörg. Sind Rahmenwerke für modernes Management, wie zum Beispiel OKR, zwingend notwendig, um digitale Transformation steuerbar und kontrollierbar zu realisieren? Also wie baue ich eine Metrik denn letztendlich auf, um diesen Prozess auch, ich sag mal, steuerbar zu machen? Ja, ja, ganz schwieriger Punkt. Vielleicht auch hier sind wir auf dem Slide. Inability to articulate ROI. Ja, 21%. Also man braucht es. Ne? Nur was messbar ist, ist umsetzbar. Wissen wir alle, die Management-Slogans. Auf der anderen Seite, Alain Bejani hat es irgendwann mal in einem Webinar ganz, ganz nett zusammengefasst. Ich messe auch nicht die Effectiveness von fließendem Wasser, wo er eigentlich den Punkt mit rüberbringen wollte. Versuchen wir viel zu viele Dinge messbar zu machen. Mhm. Und gut, digitale Technologien, im Endeffekt habe ich ja zwei zentrale Gründe, um das zu machen. Um Kosten zu senken und um Revenues zu generieren. Kosten zu senken ist relativ einfach, das zu messen. Oder sagen wir mal so, einfacher als Potential Revenues, die ich generiere. Wenn ich jetzt Technologie X, Y, Z einsetze, weiß ich in der Regel ganz gut, welche Kosten ich einspare. Aber die Frage des Teilnehmers hier, insbesondere auf Revenue Generation, das ist natürlich schwierig zu messen. Aber was nicht heißen soll, dass wir nicht versuchen sollten als Unternehmen oder auch wir in der Forschung, da Ansätze zu finden. Aber das ist immer noch so ein bisschen der Holy Grail, weil es ist halt schwierig zu messen, wenn ich die und die Technologie an der und der Stelle der Customer Experience einsetze, wie viel verkaufe ich am Ende mehr, wie verhalten sich die Wettbewerber, wo kommen die neuen Wettbewerber her. Es ist halt schwierig zu messen, was aber wie gesagt nicht heißen soll, dass man es nicht versuchen müsste. Ich würde auf einen Punkt noch mal kurz eingehen, wenn wir der am Anfang deines Vortrags so ist. Wann erkenne ich denn, ja, um bei dem allzeit bekannten Bild zu sein, wann erkenne ich denn, dass ich ein totes Pferd reite? Also das heißt, sage ich mal, gibt es aus deiner Sicht, oder was muss ein Unternehmen tun, ja, gibt es die Möglichkeit, so ein Frühwarnsystem aufzubauen, um zu erkennen, dass, sag ich mal, so wie ich aktuell aufgestellt bin, ja, wie ich mein Geschäftsmodell lebe und betreibe, dass es nicht mehr zukunftsfähig ist? Weil ich denke, halte ich für unheimlich schwierig, ja, auch diese Selbstreflexion im Unternehmen zu etablieren, ja, sich die Frage zu stellen, wie lange wird es denn uns noch geben in der Form?
Ja, ganz, ganz guter Punkt. Und hier vielleicht einige hier in der Audience haben sicher das Buch von Clayton Christensen, Disruptive Innovation, gelesen. Disruptive Innovation from the Bottom. Da muss man natürlich auch wieder einen permanenten Blick haben auf die Wettbewerber. Und was wir in dem Rahmen des BMW-Cases festgestellt haben, was ein ganz guter Indikator ist, ist, wie viel Venture Capital geht in das ein oder andere Unternehmen. Ne? Sanders, die Teilnehmer heute hier im Logistikbereich, haben vielleicht von dem Startup gehört, ist ein Startup founded bei einem Studenten vom INSEAD. Und wenn man sieht, wie die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gewachsen sind, also man muss halt, klar, man muss seine Wettbewerber kennen. Insbesondere die Kleinen, wie Clayton Christensen ja auch beschreibt, in etablierte Märkte einbringen. Und die muss man genau beobachten und dann halt wirklich auch gucken, wie die sich entwickeln und wie viel Funding die bekommen. Weil das ist schon eigentlich ein ganz guter Indikator. Und wenn, das geht wieder zurück zu dem Kuoni-Beispiel, Toys R Us, Sports Authority, wenn das gewinnende Geschäftsmodell in einer Industrie sich bereits zum Wettbewerber geschwenkt hat, dann ist es ja in der Regel schon zu spät. Aber Kuoni, wieder zurück zum Kuoni-Fall, die haben ja am Anfang in 2000, die haben ja über Priceline, was heute Booking Corporations ist, gelacht. Die haben ja über die gelacht. Und die sind ja auch nicht über Nacht bankrupt gegangen, es hat ja 15 Jahre gedauert. Also da sagt auch Jan Sedlacek, wenn wir die von Anfang an ernst genommen hätten und vernünftig beobachtet hätten, und es gab ja die Option, mit denen zu kollaborieren, die waren beide, hatten eine Valuation von 2 Milliarden zu dem Zeitpunkt, aber da war halt wieder das Mindset, zurück zu den weichen Faktoren, wir sind im Markt für 70, 80 Jahre, wir wissen, wie Travel funktioniert. Und Kuoni hat ja immer weiterhin unter Jack Bolli und dann später Hans Lerch das Geschäftsmodell, was die entwickelt haben, weiter so durchgesetzt, obwohl das gewinnende Geschäftsmodell auf der Seite schon lange bei Booking.com lag. Und das muss man halt dann permanent beobachten. Also das heißt für mich immer die Augen und Ohren offen halten, ja. Also möglichst auch gucken, wo passiert denn Innovation und das für sich dann auch jeweils bewerte. Und eine gewisse, sage ich mal, Offenheit auch an den Tag legen. Ein Punkt, der jetzt auch noch mal kurz mit reinkam und ich würde noch mal darauf hinweisen, wir haben jetzt noch 5 Minuten, als wenn noch Fragen sind, müssten wir die jetzt dann recht rasch dann stellen. Ja. Ist eine gewisse Trial-and-Error-Kultur denn notwendig, um diese Offenheit tagtäglich zu leben? Absolut. Also hier bei dem ganzen Thema Experimentation, Use Case Approaches, ganz, ganz wichtiges Thema. Auch ganz viele Programme mit Executives am INSEAD, die wir anbieten, gehen genau in die Richtung. Ich meine, Jeff Bezos hat es ja eigentlich mal ganz gut zusammengefasst bei Amazon. Wir sind so erfolgreich bei Amazon, weil wir wissen, wie wir Experimente günstig gestalten. Viele günstige Experimente erlauben uns viele gute Innovationsideen, aus denen wir dann ein oder zwei umsetzen. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt hier. Wie kann ich günstig, und da sind wir wieder zurück bei dem Thema Fashionista versus Conservative, wie kann ich günstig und schnell experimentieren, um halt viele Innovationsideen zu generieren? Und da dann auch wieder die Frage, wie viel mache ich in-house versus wie viel source ich out? Ja. Okay, jetzt sind noch zwei Fragen reingekommen. Die eine, gibt es Best Practices, um sich im mittleren Management Freiräume zu schaffen für Innovation jenseits des Business as usual? Gegebenenfalls auch erstmal Case und einen Piloten für ein Top-Level-Transformation zu erstellen? Hast du da? Kurze Antwort, schwierig, schwierig. Dieses, ich mach's mal nebenher. Also man muss schon jemanden haben, der es wirklich treibt, ob es dann ein Transformation Office ist, ein Innovation Office ist, ein Team ist. Was aber wichtig ist, dass jeder Mitarbeiter quasi die Ideen ranbringt, weil die Ideen sind da. Das Problem ist die Umsetzung.
Und ganz viele, letzte Woche noch ein Programm gehabt mit einer großen Pharmaorganisation in Indien, war genau die zentrale Fragestellung. Können wir ein Innovationsteam aus den Business Units herausnehmen? Die Ideen sind da, aber dann ist einfach, ja, Business as usual, I'm busy and I have my scorecard und auf die muss ich mich fokussieren. Und dann fällt halt die Execution von diesen Innovationsideen fällt hinten runter. Ja. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Gibt es denn eine Plattform, auf der man aktuelle Entwicklungen mit dein Stichwort Venture Capital, wo wird investiert, wo man das verfolgen kann? Und als CB Insights ist eine gute Plattform hier, wenn es gerade in dem Bereich geht, CB Insights, die da viel publizieren in dem Bereich. Aber sonst, wie gesagt, man muss selber proaktiv das permanent, das geht wieder zurück zu meinem Marketing-Framework, holistischer Ansatz in Marketing. Research und Analytics ist ja nicht nur Kunde, sind ja die klassischen 5C. Kunde, Kunde, Competitor, Company, Context and Collaboration. Die muss ich ja permanent heutzutage analysieren. Und da ist natürlich auch der schwierige Punkt, wer ist denn eigentlich mein Wettbewerber in 10 Jahren? Gregor Grini hat die Frage mal bekommen, BMW, und seine Antwort war Zoom. Not Tesla, nicht elektronische Roller, Zoom. Brauchen wir überhaupt noch Mobility? Fragezeichen. In dem Umfang, wie wir es heute haben. Ich hoffe ja, insbesondere nach Covid, aber faire Frage. Dann ist noch eine letzte Anmerkung von einem aus dem Auditorium. Und selbst Jeff Bezos hat vor kurzem mir gesagt, dass es Amazon nicht ewig geben wird. Das heißt, auch er ist sich bewusst, dass nichts für die Ewigkeit letztendlich gemacht wird. Absolut. An der Stelle, Jörg, nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und auch deine Sicht auf das Thema in der Form zu sehen. Ja, und ich hoffe auch, dass es allen, die jetzt dabei waren, viel Spaß gemacht hat. Normalerweise, wenn wir auf einen Vortragenden verabschieden, dann überreichen wir einen guten Wein in aller Regel hier aus Fellbach. Ja, wir sind ja hier um Stuttgart rum mit wunderbaren Weinbergen und Weingütern gezeichnet. Aber Wein, ich sag mal so, nach Paris zu schicken, ist ja fast wie mit Maske knutschen. Ja, es macht keinen Sinn oder nicht den Sinn, den es eigentlich haben muss. Deswegen, wir überlegen uns noch was. Ja, vielleicht kriegst du eine schöne Ladung guter Maultaschen und kannst dann auch an uns Stuttgarter dann nochmal denken. Also an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Stay connected, auch hier nochmal die Kontaktdaten. Dann vielen Dank nochmal, Jörg. Vielen Dank an Sie, dass Sie dabei waren. Haben Sie eine gute Zeit und vor allem bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss.